Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Abenteuer Tiefsee, was wir von extremen Lebensräumen lernen können, von Professor Antje Boetius, gehalten am 10. Februar 2010 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bei dem Wetter könnte man ja meinen, dass viele Leute sich mit Bonn als extremen Lebensraum dann begnügen wollen und lieber zu Hause bleiben. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass die Tiefsee Freunde hat, die sich dann raustrauen, wenn es so arg schneit und unangenehm ist. Ich möchte Ihnen heute gerne eine kleine Zusammenfassung geben von Bildern, Aufnahmen von kürzlichen Expeditionen und Gedanken und auch großen Fragen, die uns bewegen zur Zukunft des Ozeans, und hoffe, Ihr Interesse zu gewinnen. Was wir im Vortrag heute behandeln, ist einerseits, was ist an der Tiefsee besonders, warum behandeln und beforschen wir sie als einen ganz besonderen Lebensraum? Dann möchte ich Ihnen ganz kurz erklären, wie geht das überhaupt, wie kann man unbekannte Lebensräume im tiefen Ozean erforschen, wie kommen wir dahin, wie kriegen wir überhaupt etwas heraus? Was sind die großen Fragen, die die Tiefseeforscher international, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auf der ganzen Welt beschäftigen? Und dabei gebe ich Ihnen ein paar Beispiele aus den neueren Forschungsergebnissen. Und dann möchte ich Ihnen noch ein paar Schlussfolgerungen geben zum Zustand der Ozeane, was Sie sicherlich interessiert. Was sind eigentlich die Hinweise, die wir haben, dass sich etwas tut und selbst in den tiefsten Tiefen der Meere, wenn es um den globalen Wandel geht? Also, was ist an der Tiefsee besonders? Wenn man sich die Erde von weit weg betrachtet, und Sie haben sicherlich schon oft den Ausdruck blauer Planet gehört, dann fällt eben auf, wenn die Wolken zur Seite gehen, dass es ein Meeresplanet ist. Er heißt aus Versehen Erde. Richtiger wäre eigentlich, wenn der Planet Ozean heißen würde, denn er besteht vor allen Dingen aus Wasser. Und das ist tiefes Wasser, im Durchschnitt 4000 Meter tief. Und das hat schon immer die Menschen fasziniert. Dieser Abgrund, Abyss, so nennen wir die Tiefsee im Englischen, ist spektakulär zu denken, dass ein größter Teil der Erde aus ungeheuren Tiefen besteht, in die wir nicht hineinblicken können. Und aus dem Weltall schauen wir eben nur auf die blaue Wasseroberfläche und nicht bis zum Meeresboden. Das hat schon immer Menschen fasziniert. Und Sie können bei den alten Griechen schon nachlesen, was für Gedanken die sich gemacht haben, über was sich eigentlich im Abgrund verbirgt. 1960, und wir sind wirklich fast beim 50. Jahrestag des Tauchgangs von Jacques Picard, der als erster und eigentlich einziger Mensch wirklich unten bei 11.000 Meter Wassertiefe im Marianengraben war. Das war am 23. Januar vor praktisch genau 50 Jahren. Deswegen ist es auch gut, da heute drüber zu reden. Ich werde nachher auch kurz erklären, warum eigentlich keiner mehr nach ihm dort hingekommen ist, obwohl wir dieses Jahr mal wieder dort unten versuchen werden, Geräte abzustellen. Ein anderes Datum, 1969, also inzwischen 41 Jahre her, der Mensch auf dem Mond, ist ebenso wichtig und ebenso besonders. Und Sie alle, die vielleicht dabei gewesen sind, als diese Übertragungen im Fernsehen liefen, wissen, was für ein Gefühl das ist, wenn man weiß, der Mensch kann in etwas Neues blicken, er kann es betreten. Jetzt ist aber der Unterschied, dass man zwar als Mensch den Mond betreten kann und seine Fußspuren hinterlassen kann, das gelingt uns aber in der Tiefsee nicht. Wenn wir dort hintauchen, dann sind wir in Kapseln, in Druckkapseln, aber herumlaufen können wir auf dem tiefen Meeresboden nicht. Das geht nicht tiefer als vielleicht 200 Meter, dass man wirklich Fußstapfen hinterlassen kann. Aber Sie werden sehen, dass wir doch als Menschen einiges über die Tiefsee herausfinden können, obwohl man in den neueren Lehrbüchern immer noch lesen kann, dass wir die Oberfläche des Mondes wesentlich besser kennen als die Oberfläche unseres Planeten Erde, Ozean. Der Ozean, in den wir eben nicht hineinschauen können, wenn Sie jetzt die vielen Bilder, die wir haben, zusammentragen, wirkt eine ungeheure Vielfalt von Lebensräumen. Hier sind nur ein paar Fotos, die Ihnen verschiedene Organismen, verschiedene Lebensformen, verschiedene Umwelten zeigen, von den spektakulären tropischen Korallenriffen, die man vielleicht schon mal im Urlaub gesehen hat, bis hin eben zu den großen Tiefen, die Tiefseegräben in über 5000 Meter Wassertiefe, wo man dann den Eindruck hat, man ist vielleicht auf dem Mond oder zumindest in einer Wüste, weil es doch sehr wenig Tiere dort unten zu betrachten gibt.
Die Tiefsee ist besonders, weil eben die durchschnittliche Wassertiefe von 4000 Metern bedeutet, dass ein sehr hoher hydrostatischer Druck herrscht. Ein Druck, in dem Lebewesen mit Hohlräumen, wie wir Menschen zum Beispiel mit der Lunge, eben nicht leben können, weil alle Hohlräume zusammengedrückt werden würden. Alle Lebewesen, die keine Hohlräume haben, können sehr wohl die Tiefsee besiedeln. So finden wir fast alle Stämme des Lebens doch auch bis in die größten Wassertiefen. Wenn Sie diese Karte vom Meeresboden betrachten, dann fällt Ihnen auf, dass der Meeresboden mindestens ebenso viel Struktur hat wie die Kontinente. Sie sehen die großen mittelozeanischen Rücken. Ich hoffe, jeder von Ihnen kann auch ohne Beschriftung erkennen, dass es sich hier um den Pazifik, Atlantik und Indischen Ozean, die Arktis und Antarktis, das sind die großen Meere, handelt. Was man vielleicht aber nicht so genau weiß, ist aber interessant, dass durchschnittlich der Ozean eisekalt ist. Die Durchschnittstemperatur ist 2 Grad. Es geht bis minus 1,5 Grad in der Arktis, teilweise auch in der Antarktis. Das wärmste Meer ist eigentlich das Mittelmeer. In einigen Bereichen natürlich das Rote Meer ist noch wärmer. Im Mittelmeer haben wir bis in die Tiefsee 14 Grad, aber generell gilt, es ist auch noch ein sehr kalter Lebensraum. Es ist dunkel. Das Licht dringt nicht wesentlich tiefer ein als 100 Meter. Der Rekord für die Lichteindringung, bei der noch Photosynthese, also Produktion von Biomasse mit Sonnenlicht stattfinden kann, ist etwas über 200 Meter in der Antarktis gemessen. Wenn Sie in der Nordsee sind, dann werden Sie feststellen oder vielleicht selber wissen, dass man manchmal bei Algenblütensituationen nicht mal mehr seine eigene Hand sehen kann. Und eigentlich ist genau das eines der ersten Meeresforschungsinstrumente gewesen, um festzustellen, wo können noch Algen im Meer wachsen. Wenn Sie eine weiße Scheibe, die nennen wir Seckidisk, nicht mehr sehen können, bedeutet es, Sie haben die Lichtmenge erreicht, bei der Pflanzen, Algen im Meer wachsen können. Und darunter, also der größte Teil des Wasserkörpers des Meeres, ist dunkel. Dort findet kein Wachstum von Algen statt. Das heißt, es gibt keine Photosynthese, keine Primärproduktion. Und man muss sich von vornherein fragen, von was leben eigentlich die Tiere in der Tiefsee? Hier noch einmal zusammengefasst, wie wir die Tiefseelebensräume einteilen. Wir haben von den Schelfgebieten abgesehen den Kontinentalrand, der wichtig ist für alle Nationen. Hier sind auch Zugriffe geregelt. Die 200-Meilen-Zone ist die ökonomische Interessenszone. Dort ist Fischerei zum Beispiel oder Gas- und Ölexploration geregelt. Wenn man mit einem Forschungsschiff eine Expedition machen will, muss man dafür sorgen, dass man Genehmigungen hat, bei jedem anderen Land innerhalb der 200-Meilen-Zone zu forschen. Und weiter darüber hinaus ist der Ozean eigentlich sogenanntes Erbe der Menschheit. Es ist ein freies, nicht reguliertes Gebiet, bis auf derzeit die Antarktis, wo alle Länder unterschrieben haben, dass wir die Antarktis schützen wollen und der Zugriff auf Ressourcen dort, besonders eben Walfischerei, beschränkt ist. Aber darüber hinaus gibt es eben in diesen offenen, freien Wasserflächen, was wir den offenen Ozean nennen, eine Vielzahl von Strukturen. Es gibt Unterwasservulkane, es gibt Inseln, die herausragen auf Seebergen, es gibt Risse und Gräben in der Tiefsee und allein diese Verteilung des Bodens entlang bestimmter Tiefenzonen hat viel für die Biologie, für das Leben im Meer zu bedeuten. Die Vorkommen von Organismen richten sich sehr stark nach Wassertiefen aus, nicht nur wegen des hydrostatischen Druckes und der Temperatur, sondern einfach auch wegen der Nahrungsverfügbarkeit, die es dort gibt oder auch wegen der Verbreitung der Larven. Die meisten Tiere im Meer verbreiten sich eben über sogenannte pelagische Lebewesen, also sie treiben mit dem Wasser, bis sie sich vielleicht mal am Meeresboden niedersiedeln und dann das adulte Stadium erreichen. Von was lebt das Leben im Meer? Zunächst einmal haben wir wie an Land die pflanzliche Primärproduktion. Das ist chemisch gesehen die Fähigkeit von pflanzlichem Leben mithilfe des Sonnenlichtes CO2, Kohlendioxid zu fixieren und dabei Biomasse, Zucker als einfachste chemische Formel hier und Sauerstoff, Sauerstoff, den wir atmen, der Sauerstoff in der Atmosphäre, er kommt von den Pflanzen und er kommt zur Hälfte von den Pflanzen aus dem Meer. Das sind winzige einzellige Algen, die aber sehr wichtig sind für die globale Produktion und eben auch für die globale CO2-Aufnahme. Wenn nun
wie wir schon eben besprochen haben, das Licht nur so begrenzt in den Ozean eindringen kann, bedeutet es, dass hier unten keine Pflanzen wachsen und alle Nahrung, die dann für das Tiefseeleben zur Verfügung steht, ist eben das, was absinkt. Wenn also Algenblüten, wie zum Beispiel hier ein Bild aus der Nordsee, wenn Algen so lange gewachsen sind, bis sie alle Nährstoffe aufgebraucht haben, können sie verklumpen, absinken, dann sind sie Detritus, also Abfall im Grunde. Und dieses Absinken des pflanzlichen Detritus ist das ist eigentlich die einzige und wichtigste Nahrungsquelle, Kohlenstoffquelle, Stickstoffquelle für das Leben im tiefen Meer. Am Meeresboden sieht das dann so aus. Dies hier ist ein Kern mit einem Kerngerät, dem sogenannten Multicorer, genommen. Hier sehen Sie so ein bisschen, wir nennen das Fluff im Englischen, so ein bisschen Staub. Und dieses hier sind die abgestorbenen Algen, die jetzt in 4500 Meter abgesunken sind. Wenn man ein Mikroskop nimmt, kann man immer noch sehen, dass sie leben. Man kann sie auch zurückholen und dann wachsen sie wieder. Sie sind die Hauptnahrung der Tiefseelebewesen. Hier sehen Sie jetzt mal in einem Zeitraffer mit dem Satelliten aufgenommen, wieder den blauen Planeten, aber jetzt ist er teilweise sehr grün. Und was Sie hier sehen, ist die Visualisierung der Verteilung von Algen im Meer. Und Sie sehen, das bewegt sich, ist dynamisch. Das sind die Blüten im Meer, die im Frühjahr im Nordatlantik stattfinden, im Winter sich zurückziehen, im Sommer teilweise auch die nahrungsarmen äquatorialen Regionen erreichen. Sie sehen also jede Menge Leben, Sie sehen aber auch, dass sich das Pflanzenleben auf bestimmte Bereiche konzentriert und zum Beispiel die Nordhalbkugel schon mal viel mehr pflanzliche Biomasse produziert als die Südhalbkugel und dass die Hotspots, also das meiste Algenmaterial entlang der Kontinentalränder produziert wird. Warum ist das so? Dort kommen Nährstoffe ins Meer mit unseren Flüssen, mit Staub aus der Atmosphäre, Wüstensand von der Sahara, werden die wichtigen Algennährstoffe transportiert. Die blauen Bereiche sind die großen Ozeanwüsten. Hier fehlt es den Algen an Stoffen zum Wachsen. Vielleicht haben Sie in der Zeitung die Frage Eisendüngung verfolgt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel hier eine Limitation hat, von Algen zu wachsen mit und Eisen genau der Faktor ist, der fehlt. Wenn man Eisen hier zugeben würde, könnte man auch solche Blüten haben wie hier oben. Wichtig ist, dass Sie behalten, dass das die Nahrungsquelle der Tiefsee ist. Und dass die Algen auch wie die Pflanzen an Land Blüten haben, eine große Dynamik und sich verändern im Zusammenhang mit Nährstoffverfügbarkeit und Sonnenlicht. Wie ist das jetzt, wenn solche Partikel absinken zum Meeresboden? Wenn man oben anfängt und sagt, gut, was jetzt die Pflanzen in dem Jahr produziert haben, ist 100% der Nahrung und dann verfolgt man den Partikel in die Tiefsee, kann man sich gut vorstellen, dass alle Tiere, die hier in den mittleren Tiefen des Meeres leben, darauf aus sind, davon von diesem Nahrung etwas abzubekommen. Und so verringert sich der Partikelfluss von 100% auf vielleicht 0,1% im Durchschnitt bis zum Meeresboden. Unterwegs werden die Partikel gefressen, nicht nur von Tieren, sondern auch von den Mikroorganismen, die die Algen zersetzen, wenn sie abgestorben sind. Das heißt also, mit der zunehmenden Kälte, dem zunehmenden Druck, verringert sich auch das Nahrungsangebot ungemein. Die meisten Tiere am Meeresboden leben von Abfall. Sie leben von dem pflanzlichen Detritus, der in den Sedimenten landet. Und sie sind darauf angewiesen, diesen in den Sedimenten wiederzufinden. Sedimente bedeutet das Abgesunkene. Der Meeresboden besteht zum größten Teil eben aus den Resten von Algen, von Tieren oder auch Mineralen, Stauben von Land, die dort absinken in die Tiefsee. Und so sind viele Tiefseelebewesen angepasst, den ganzen Schlamm in sich hineinzuschaufeln, wie es diese Krabbe eben getan hat, und dann zu verdauen, was da drin als organisch verwertbares Material überhaupt verdaubar ist. Viele dieser Tiefseetiere nutzen in ihrem Darm Bakterien, wie wir Menschen auch, die ihnen manche dieser Stoffe verwertbar machen. Aber wenn Sie eben in diese großen Tiefen hinabtauchen und sich den Meeresboden betrachten, dann sieht es zuerst mal wenig spektakulär aus. Es ist eine Art Wüste. Und man findet ab und zu mal hier und da Lebewesen, die groß genug sind, dass man sie
hier zum Beispiel mit einer geschleppten Kamera sehen kann. Wir nennen sie Megafauna. Das sind die mit dem Auge sichtbaren Organismen größer als ein Zentimeter. Und was Sie hier sehen, ist eine Seegurke. Eine Seegurke ist eine nahe Verwandte des Seeigels und des Seesterns. So sieht der Seestern aus, so der Seeigel. Und die Seegurke ist einfach ein langgezogener Seestern. Die Seegurken sind die häufigsten großen Tiefseelebewesen und sie sind sozusagen Staubsauger. Sie pflügen den Meeresboden, schlucken das Sediment, verdauen, was sie können und scheiden dann die Reste wieder aus. Nun ist etwas ganz Besonderes an diesen Stachelhäutern. Die Stachelhäuter können sich nur vermehren, indem die Keimzellen in genügend höher Dichte vorkommen, also Spermien und Eier müssen von Seeigel, Seestern und Seegurke in so hoher Dichte ausgestoßen werden, dass zwei sich zufällig im Wasser treffen können. Jetzt ist eine der größten und ältesten Fragen der Tiefseeforschung, wie machen das die Tiefseetiere? So wenige gibt es, so eine geringe Biomasse, wie kommen die jemals dazu, sich zu vermehren? Warum sind sie noch nicht längst ausgestorben wegen ihres Nahrungsmangels? Und da gibt es fantastische Anpassungen. Die Seegurke ist ein Tier, was eine Anpassung entwickelt hat, die ein besonderes soziales Verhalten ist. Sie läuft ihr Lebtag über den Tiefseeboden und trifft sie eine zweite Seegurke ihrer Art, dann bleiben die zwei für immer zusammen und laufen nebeneinander her. Sie können nicht unterscheiden, haben sie ein Männchen oder ein Weibchen getroffen. Das Risiko gehen sie ein und trotzdem sind Seegurken die häufigsten Tiere. Es ist also ein Konzept der Biologie, das durchaus von Vorteil sein kann. Wie haben wir das herausgefunden? Es gibt sehr viele Beobachtungen von Lebensspuren, wo eine Seegurke diese Staubsaugerspur hinterlässt und dann kreuzt sie eine zweite Spur und danach gehen die zwei für immer parallel weiter. Fantastisch, aber so kann das klappen mit der Anpassung. Wenn Sie jetzt die Kontinentalränder betrachten, also nicht die großen Tiefseeebenen, sondern in der Nähe der Kontinentalränder, so sind hier oft die Strömungen so hoch, dass viel mehr Partikel transportiert werden. Dann sieht es schon belebter aus. Hier sind wir am norwegischen Kontinentalrand. Man sieht hier schon eine Reihe von Seesternen, verschiedene Tiefseefische und dann alle möglichen Formen des Lebens, die versucht aus dem Boden herauszuschauen, um eben mit Tentakeln, verschiedenen Klebeschleimen alles von Partikeln abzusammeln, was eben mit dem Wasser transportiert wird. Gehen wir noch ein wenig höher, so sehen wir wunderschöne Habitate, Schwammriffe, Korallenriffe, die erst vor wenigen Jahren überhaupt entdeckt worden sind. Diese Riesenschwämme der Arktis zum Beispiel sind leider ein gefährdetes Habitat. Sie werden als Bruthabitate für bestimmte Fischsorten genutzt. Und hier, weil die Tiefseefischerei immer weiter ins Tiefe geht, gibt es Probleme. So ein Schwamm, bis er die Größe erreicht, braucht schon mal seine 200 Jahre. Und bis dann wieder ein neues Riff entsteht, dauert es entsprechend lange. Übrigens, der Rotbarsch, den Sie auf dem Teller haben, der aus der norwegischen Tiefsee kommt, ist auch über 100 Jahre alt. Das ist ein merkwürdiger Gedanke, wenn man denkt, das Fischfilet, was ich esse, ist älter als 100 Jahre. Aber so ist es nun mal bei diesen kalten Tieren. Die brauchen unendlich lange zum Wachsen. Die tollsten Lebensräume, die kürzlich entdeckt worden sind, sind die Kaltwasserkorallenriffe. Was Sie hier sehen, ist ebenso ein Tiefseelebensraum, kommt Ihnen jetzt fast schon ähnlich vor. Die Farben sind jetzt nicht so schön, weil es doch immer noch schwierig ist, genug Licht in die Tiefsee zu bringen. Das sind Kaltwasserkorallen. Sie leben nicht wie die tropischen Korallen in Symbiose, aber sie schaffen es alleine, die Polypen genügend Partikel aufzunehmen, um zu wachsen, aber eben auch sehr langsam. Auch hier haben wir das Problem, dass die Tiefseefischerei in Bereiche vorrückt oder auch die Konstruktion von Ölplattformen, dass eben solche langsam wachsenden Lebensräume für lange Zeit gestört oder zerstört sind, wenn hier durchgepflügt wird. Ein solches Riff braucht 1000 Jahre, um zu wachsen. Und so muss man sagen, wenn man was besonders ist an der Tiefsee, ist, dass wenn immer es um Nahrung geht, findet man eine unglaubliche Anpassungsfähigkeit der Lebewesen und meistens der Tiere in Zusammenarbeit mit Mikroorganismen, alles, was es an Nahrung gibt, zu nutzen. Was Sie hier sehen, sind die Reste eines Wales, der gestorben und abgesunken ist zum Meeresboden. Und er ist völlig überwachsen. Sie sehen, sein Knochengerüst ist voll von riesen Schwefelbakterien. Diese Schwefelbakterien sind die größten, die es gibt, die größten Bakterien, die wir kennen auf der Erde.
das größte Bakterium, das es überhaupt gibt, ist so groß wie das Auge einer Biene. Auch die kann man mit bloßem Auge sehen. Die sind angepasst, das Öl, was im Knochen drinne sitzt vom Wal, mit Hilfe anderer Mikroorganismen zu nutzen, um zu wachsen. Dann sind die Bakterien die Primärproduzenten und andere Tiere kommen und grasen die Bakterien ab. Sie sehen hier überall Lebensformen, die sich an diesem Walkadaver für sehr lange Zeit gütlich tun, bis wenn ein Wal abgesunken ist, dann bildet sich so ein Lebensraum für 100 bis 200 Jahre. Es gibt noch andere fantastische Anpassungen. Und eine der großen Fragen, mit denen ich mich in den letzten 10 Jahren beschäftigen konnte, ist, wie nutzen Tiere Erdgas und wie nutzen Mikroorganismen Erdgas? Wir tun's ja, wir heizen damit, wir kochen damit. Die Tiere nutzen dieselbe Energie, die wir zum Kochen nutzen, um den Kohlenstoff im Methan aufzunehmen und Biomasse draus zu machen, aber vor allen Dingen, um Energie für alle möglichen Stoffwechselwege aus dem Methan zu gewinnen. Und so entstehen in Bereichen des Meeres, wo Methan austritt, unglaubliche Lebenswelten, wie diese Felsen, Ausscheidungsprodukte von methanfressenden Mikroorganismen, auf denen sich miesmuschelähnliche Muschelriffe anlagern und jede Menge von diesen tollen Röhrenwürmern, auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Aber vielleicht die erstaunlichsten Lebensräume der Tiefsee sind die schwarzen Raucher. An den mittelozeanischen Rücken, also diesen Gebirgen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, gibt es durch das Aufbrechen der Ozeankruste und das Austreten von Magma, das sich mit Meerwasser mischt, ein unglaublicher Energiereichtum. Es ist allerdings chemische Energie, kein Sonnenlicht. Es gibt Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, sehr reduzierte chemische Moleküle, die wiederum Mikroorganismen nutzen können, um die in Essbares zu verwandeln. Die merkwürdigsten und schönsten Lebewesen der Tiefsee, die Riesenröhrenwürmer, die manchmal Helden in Hollywood-Tiefsee-Action-Movies sind, weil sie so unglaublich groß werden und so merkwürdig aussehen, diese Röhrenwürmer haben es aufgegeben, einen Darm, einen Mund, einen After zu haben. Sie sind eigentlich nur noch Säcke voll von Bakterien, die die chemischen Produkte aus diesen Unterwasserschloten aufnehmen können und für den Wurm in zuckerartige Substanzen verwandeln. Also unglaublich fantastische Anpassung von Leben, jegliche verfügbare Energie auszunutzen. Wie können wir denn nun so etwas quantifizieren? Wie können wir es beschreiben? Wie können wir diese Lebensräume finden? Zuallererst ist es wichtig zu verstehen, dass Meeresforschung auf der Verfügbarkeit von Forschungsplattformen beruht. Den modernen Forschungsschiffen, mit denen wir heutzutage in alle Bereiche der Ozeane kommen können, wo wir dann diplomatische Genehmigungen haben. Sie kennen sicherlich Sonne, Meteor, Polarstern. Wir haben auch ein weiteres neues Forschungsschiff, die Merian, die derzeit im Mittelmeer unterwegs ist und eben nicht zu ihrem Ziel kommt, ins Rote Meer, sondern aufgrund der mangelnden Genehmigungen jetzt bei Zypern gefangen ist. Diese Forschungsschiffe sind Plattformen für Wissenschaftler, die für eine Zeit, wie zum Beispiel einen Monat, 2 Monate an Bord gehen. Das Schiff hat eine Besatzung, Matrosen, Maschinisten, Koch, ganz wichtig, Kapitän, auch wichtig. Die sind da und helfen uns bei den Arbeiten. Ansonsten ist das Schiff aber leer und alles, was wir brauchen, um zu arbeiten, um zu forschen, müssen wir an Bord bringen. Das heißt, wenn man ein Meeresforscher ist, der auf Expeditionen geht und nicht nur modelliert zum Beispiel, dann muss man auch gleichzeitig ein Logistiker sein. 6-mal im Jahr packen wir 5 Einfamilienhäuser ein und aus, um unsere Expeditionen bestreiten zu können. Die Forschungsschiffe haben Labore, aber die Labore sind eben nicht eingerichtet. Sie haben einen Kühlschrank, ein Waschbecken und den Rest muss man selber mitbringen. Vor allen Dingen müssen wir unsere Forschungsgeräte mitbringen, mit denen wir zum Meeresboden gehen können. Hier sind die klassischen windengesteuerte Geräte. Für 100 Jahre hat die Tiefseeforschung so funktioniert, dass man Geräte gebaut hat, die man an einem Draht zum Meeresboden lassen kann, in alle Tiefen. Dann kann man zum Beispiel Kerne nehmen, ausstechen, lange Kerne, kurze Kerne. Man kann Schlitten zum Meeresboden bringen, an dem Kameras und Licht ist, um zu sehen, was man beprobt. Man kann versuchen, anhand der Position des Forschungsschiffes zu wissen, wo man ist. Aber diese Art von Forschung war eben eine fast
blinde Forschung, wenn Sie 4000 Meter über Ihrem Zielpunkt sind und Sie wollen eigentlich eine Probe von so einer heißen Quelle, wie ich sie Ihnen eben gezeigt habe, dann müssen Sie zum Teil 2 Monate lang stochern, bis Sie ein Stückchen von dem Schlot dann abgebrochen haben. So hat die Tiefseeforschung funktioniert für viele Jahrzehnte. Ein zweiter wichtiger Schritt war eben nicht, die Proben vom Boden nach oben aufs Schiff zu holen. Das führt zu großen Störungen. Die Tiere sind generell schon mal tot, nicht unbedingt wegen der Druckentlastung, sondern weil es zu warm oben wird für sie. Die Temperaturänderungen von 2 Grad auf vielleicht 20 Grad oben in der Wassersäule sind zu viel für Tiefseelebewesen. So konnten wir eigentlich immer nur die Physiologie von sterbenden Tiefseetieren messen und niemals wissen, wie viel atmen sie eigentlich, wenn sie in ihrem eigenen Lebensraum sind. Dann haben wir uns also den umgekehrten Weg ausgedacht und überlegt, warum tun wir nicht unsere Geräte nach unten? Wir schicken etwas runter und das misst da unten und sagt uns, wie die Welt wirklich funktioniert. Es wurden eine Reihe von Geräten entwickelt, aber diese Forschung, für die braucht man Nerven. Wenn Sie Ihr Gerät über Bord schmeißen, es sinkt selber runter, hat es schon mal ungefähr 500 Quadratmeter Möglichkeiten, sich in alle Richtungen zu verteilen. Einen schwarzen Raucher trifft man so also auch nicht, aber zumindest über die große Tiefseewüste kann man so etwas lernen. Leider ist die Technik alles eine Erfinder-Bastler-Technik. Es ist nichts, was man von der Stange kaufen kann. Und hier wird der Meeresforscher dann eben zum Bastler und Erfinder. Zum Beispiel, wenn man so ein Gerät über Bord schmeißt und das kostet eben dann schon 250.000 Euro mit all seinen Elementen dran und den Auftriebskörpern, möchte man es natürlich zurückhaben. So viel Geld gibt einem die DFG dann auch nicht. Und selbst wenn man einen Preis hat wie ich, kann man dann eben nur 2-mal zur See fahren und dann ist er aufgebraucht. Deswegen wollen wir natürlich die Geräte zurückhaben. Das bedeutet, wir müssen sie rufen können. Wir brauchen akustische Kommunikation. So etwas gibt es natürlich. Aber die Chance, dass dann dieser akustische Befehl eben doch nicht unten ankommt, ist recht hoch. Und so müssen die Meeresforscher dicke Stahlnerven haben. Denn leicht ist es so, dass das, was man 5 Jahre geplant hat und dann runtergeschickt hat, eben nicht zurückkommt. Und dann muss man von vorne anfangen. Wir haben aber inzwischen fast luxuriöse Zustände. Seit ungefähr 5 Jahren in Deutschland können wir auch mit Unterwasserrobotern arbeiten. Es hat leider sehr lange gedauert, was für mich immer noch ein Wunder ist, denn generell denken wir, wenn wir an Deutschland denken, dass es das Land der Erfinder und Entdecker ist, natürlich auch der Komponisten, aber auch der Entwicklungen, der technischen Entwicklungen und des Ingenieurswesens. Und warum mussten wir so lange zugucken, wie andere die tolle Forschung machen und wir unsere tollen Geräte im Meer versenken? Seit 5 Jahren erst haben wir selber in Deutschland diese Tiefseeroboter. Wir können damit zum Meeresboden tauchen, müssen nicht selber als Mensch hinein. Wir haben zwar auch ein U-Boot, ein Forschungs-U-Boot in Kiel, das Jago-U-Boot. Das taucht aber nicht tiefer als 400 Meter. Es wurde sich gegen die bemannte Arbeit unter Wasser entschieden, weil die eben sehr, sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen hat und schwierig zu realisieren ist. Die Tiefseeroboter, von denen wir inzwischen 2 haben, arbeiten an einer Nabelschnur, an einem Glasfaserkabel und wir sitzen dann an Bord in einem Container und können mit dem Roboter unten am Meeresboden Proben nehmen. Er hat 2 Greifarme, damit kann man greifen. Natürlich gibt es ausgebildete, trainierte Piloten, die das für einen tun. Die Wissenschaftler sagen dann, fahr mal dahin, nimm mal die Probe, tu dies für mich. Der zweite wichtige Schritt war die Unterwasserorientierung. Während man noch vor 10 Jahren blind gestochert hat und nur wusste, wo das Forschungsschiff ist, kann man heutzutage die Einmessung tatsächlich auf 2 Meter genau am Meeresboden durchführen. Und das hilft sehr, wenn Sie Ihren schwarzen Schlot wiederfinden wollen, weil Sie da Experimente ausgesetzt haben und der ist eben nur 2 Meter groß, dann nützt es Ihnen nichts, wenn Sie nur ungefähr wissen, hier auf diesen 500 Metern muss er sein, denn man kann mit dem Roboter uns all seinen Lichtquellen nur ungefähr 8 Meter weit schauen. Und so kann man auch eine ganze Expedition verbrauchen und sucht seinen einen Schlot. Aber da sind wir heute Gott sei Dank weiter. Seit ungefähr 2 Jahren können wir auf 2 Meter genau unsere Experimente wiederfinden. Das machen wir auch mit Hilfe eines zweiten Typs von Roboter, den sogenannten autonomen Unterwasserfahrzeugen, sind ganz neu. Davon haben wir jetzt inzwischen 3 in Deutschland. Die schicken wir los. Die haben keine Nabelschnur zum Schiff. Die fahren dann zum Meeresboden und vermessen den. Und hier sehen Sie zum Beispiel eine Karte eines Schlammvulkans. Der Schlammvulkan selber ist zwar 2 Kilometer im Durchmesser, man konnte ihn aber nicht finden, weil er eben nur 10 Meter höher ist als der umgebende Meeresboden. Diese Genauigkeit der Bodenbeschaffenheit zu vermessen, was auch wir Biologen brauchen, wenn wir unsere
Lebensräume wiederfinden wollen und verstehen wollen, warum sie hier sind und nicht hier. Diese Genauigkeit ist auch erst seit 2-3 Jahren möglich. Wie funktioniert das Arbeiten am Tiefseeboden? Wir haben zum Beispiel jetzt mit den Tiefseerobotern das Problem, dass wir während eines Tauchgangs, der sehr teuer ist, ich habe schon das Forschungsschiff für 50.000 Euro am Tag, den Roboter für 15.000 Euro am Tag, habe nur 8 Stunden Zeit zu tauchen, dann will ich alle meine Messgeräte zusammen da unten haben. Dann mussten wir eben einen Fahrstuhl erfinden, um die Geräte zu Boden zu bringen und die mit dem Roboter rauszuholen, zu versetzen, wieder einzusammeln und wieder hochkommen zu lassen. Wenn man das nicht so macht, dann hat man schon 5 Tauchgänge verbraucht, um eben einmal alle verschiedenen Funktionen der Tiere zu messen. Wir können auch Proben ganz gezielt mit dem Roboter nehmen. Hier sehen Sie praktisch dasselbe Bild, was auch die Piloten haben. Wir können auch kleine Operationen durchführen, wie zum Beispiel ein Futter für Bakterien injizieren, indem wir hier die Spritzenauslöser ziehen. Und wir können Experimente aussetzen, wiederfinden und mit dem Roboter sozusagen den Faden durch die Öse stecken in 4000 Meter Tiefe. Es braucht einiges an Fähigkeit, aber generell ist es möglich, jetzt so in der Tiefsee zu arbeiten, wie andere Forscher eben im Wald arbeiten und Experimente quantitativ durchzuführen. Es kostet aber viel Geld. Es macht aber auch unglaublich viel Spaß. Hier sehen Sie zum Beispiel einfach mal nur so eine Beobachtung von einem Organismus, eine Art Wurm, den man eigentlich fast nur als totes Wesen gekannt hat. Es ist ein sehr schleimiger Wurm, eine ganz originale Grundform des Lebens. Und wir konnten ihn beobachten, wie er plötzlich vor unseren Augen anfing zu tanzen. Warum er das tut, konnten wir jetzt noch nicht klären. Er war sehr aktiv, während wir ihn beobachtet haben. Kann sein, dass er uns bedrohen wollte, weil wir ihn eben angestrahlt haben. Kann aber auch sein, dass er auf diese Weise die Würmer herbeilockt. Tanzen hilft ja bekanntlich dafür. Es ist nur ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass man jetzt in der Lage ist, Tiere eben nicht nur tot zu betrachten, sondern zu sehen, wie sie leben, wie sie sich bewegen, wie sie sich verhalten. Und natürlich verhalten sie sich alle in irgendeiner Form. Hier kann ich Ihnen jetzt mal eine Sache demonstrieren, die ich mir geleistet habe von dem Leibniz-Preis. Und zwar in der Frage nach, wie funktioniert das Leben in der Tiefsee, mangelt es uns an guten Bildern und Beobachtungen. Eine Kamera zu haben, die sozusagen, wie wir in Bremerhaven sagen, den Möwen in den Po guckt, trifft jetzt für die Tiefsee nicht zu, die ist vogelfrei, aber eine Kamera, die mir erlaubt, in einen Wurm, der nur 1 Zentimeter groß ist, zu schauen, seine Kiemen zu sehen, wie er atmet. Das hat es bisher noch nicht gegeben, aber die habe ich mir bauen lassen von dem Preisgeld unter anderem. Mit dieser Kamera, hier sehen Sie den Wurm, wie er fotografiert wird, konnten wir erstmals zeigen, wie der Wurm auf Signale reagiert, wie er atmet, mit welcher Regelmäßigkeit er zum Beispiel seinen Kopf rausstreckt und eben durchblutet wird in einer ansonsten recht sauerstoffarmen Umwelt. Das andere, was ich mir geleistet habe, ist mit den Studenten, mit denen ich schon seit 5 Jahren zusammenarbeite, die ihre Doktorarbeit gemacht haben, mit denen noch länger zusammenzuarbeiten. Sie können sich vorstellen, dass all diese Fähigkeiten, Logistiker sein, Einfamilienhäuser verpacken, Geräte fahren, sich positionieren, Karten machen, Proben analysieren. Es sind so viele verschiedene Expertisen. Dann ist man froh, wenn man eine Weile länger mit den Menschen zusammenarbeiten kann, die bei einem gelernt haben. Jetzt kommen wir aber zu den großen Fragen, die es zu beantworten gilt. Natürlich ist nicht mehr alles nur Neugierde, Abenteuerlust, Entdecker sein. Es ist schon einiges immer noch, aber es gibt auch wirklich große und wichtige Fragen. Es ist immer noch so, dass über 90% der Artenvielfalt der Erde sich im Meer befindet und wir diese einfach nicht kennen. Es ist geschätzt 1 Million verschiedene Arten, die im Meer lebt. Wir haben sie noch nicht gesehen. Wir wissen nicht den Namen. Wir wissen aber auch noch nicht mal die genetische Zusammensetzung. Wir wissen aber, das Meer verändert sich so schnell, dass es einfach bedeutet, dass wir die ganze Zeit unglaubliches Wissen der Evolution verlieren. Denn in jedem Gen steckt ja eine sehr lange Erfahrung der Anpassung an die Umwelt. Und vielleicht viele Antworten auf Fragen, die wir haben, zu wie passt sich eben das Leben an Änderungen an. Ein wunderschöner Tiefseetintenfisch. Ich freue mich immer besonders, wenn wir tauchen.
und dann solchen Riesentintenfischen begegnen. Die sind einfach fantastisch zu betrachten. Und ja, es gibt sie wirklich, die Riesentintenfische, aber sie springen nicht aus dem Wasser und greifen sich Seeleute und ziehen sie hinab in die Tiefsee. Das nicht. Aber nicht nur die spektakulären Tiere sind betrachtenswert. Wenn Sie bedenken, dass ein Teelöffel Schlamm aus dem Tiefseeboden 1 Million oder sogar 1 Milliarde Zellen enthält und davon in jedem Teelöffel 20.000 neue Arten von Bakterien stecken, dann wird einem schon fast schwindelig. Dann wissen auch wir Mikrobiologen, die mit neuen Hochdurchsatzsequenziermethoden arbeiten, dass es einfach noch unendlich viel zu wissen gibt. Diese Mikroorganismen haben alle ihre Funktionen. Sie arbeiten zusammen, sie können verschiedenste Substanzen umsetzen und Energie gewinnen und dann wieder Biomasse, Nahrung bereitstellen für die Tiefseetiere. Die Mikroorganismen sind eigentlich noch die unbekanntesten Wesen, das gilt aber auch für die Erde. In Wirklichkeit ist es so, wenn Sie einen Teelöffel Erdboden nehmen, geht es Ihnen nicht anders. Da sind auch 20.000 Arten drin, von denen wir vielleicht 10-mal so viel kennen wie von denen im Meer, aber immer noch nur ein winziger Prozentsatz. Was machen die Mikroorganismen? Warum sind sie so wichtig? Und warum sind Mikrobiologen heute überall dabei, wenn es darum geht, zu verstehen, wie das Leben funktioniert und welche Effekte der globale Wandel hat? Die Mikroorganismen haben wirklich grundlegende Funktionen für den Planeten Erde. Sie verbrauchen eine Reihe toxischer Substanzen, zum Beispiel der Schwefelwasserstoff, der aus den schwarzen Quellen kommt und eigentlich giftig für das Leben ist, wird von den Mikroorganismen in Nahrung umgesetzt. Sie fällen Kalk aus und damit speichern sie Kohlenstoff in den Sedimenten, der ansonsten CO2 in der Atmosphäre wäre. Sie recyceln die Nährstoffe, die mit dem Algendetritus zu Boden sinken und produzieren eben in vielen Formen hochwertige Nahrung aus etwas, was Tiere nicht verarbeiten können. Hier zum Beispiel ein Blick auf die mikrobiellen Riffe im Schwarzen Meer, Urformen des Lebens von Mikroorganismen, die rein von Erdgas leben, unter Ausschluss von Sauerstoff. Und wenn sie in Ruhe gelassen werden und sie keiner abfrisst, dann riesige Türme von Biomasse bilden. Mikroorganismen sind überall versteckt. Sie erbringen unglaubliche Leistungen im Ökosystem und sind ein Teil des Lebens der Tiere. Auf diesem Bild, was voll ist von verschiedenen Lebensformen, ist keine einzige Lebensform, die sich nicht ausschließlich von Bakterien ernährt oder von Bakterien ernährt wird. Anders wären diese Biomassen gar nicht möglich, hier in dieser Tiefsee zu leben. Sie alle haben ihren symbiotischen Partner, das bedeutet Bakterien, gefunden, die in ihnen leben und ihnen die Nahrung bereiten. Viele der großen Fragen, die wir uns stellen, sind, wie können wir von den extremen Umwelten lernen? Was können eigentlich Lebewesen tun und wie können sie vielleicht auch, wie sind sie vielleicht genetisch und enzymatisch ausgestattet, um mit unseren menschlichen Problemen umzugehen? Dieses Wissen muss man gut erklären, damit es nicht zu Fehlschlussfolgerungen führt. Zum Beispiel zeige ich Ihnen hier ein Bild, was passiert, wenn in der Tiefsee Asphalt und Teer austritt. Das ist eine natürliche Quelle von Asphalt und Teer. Und was Sie sehen, ist ein wunderschönes Habitat mit seltenen, vielen lebenden, aktiven Tiefseekorallen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass es eine gute Idee wäre, Teer und Asphalt ins Meer zu schütten, weil dann Korallenriffe überall wachsen. Natürlich sind diese Lebewesen angepasst, sie haben Zeit. Dieser Asphalt kommt da schon seit Jahrtausenden raus und die Tiere sind abgestimmt, eben mit dieser natürlichen Asphaltquelle umzugehen. Aber dennoch wollen wir gerne wissen, wer schafft es, den Asphalt so zu verarbeiten, dass er nicht giftig ist für die Koralle, sondern dass die Koralle auf einem Biofilm sich ansiedeln kann und wachsen kann. Das sind wichtige Hinweise, die wir vielleicht nutzen können, über Erdölabbau im Meer nachzudenken. Fremdes Material, das in die Tiefsee gelangt, kann auch genutzt werden, aber nicht alles. Hier sehen Sie, was Tiere machen, auch mit Hilfe von Bakterien, wenn ein Stück Holz in die Tiefsee gelangt. Es ist unglaublich, wir haben gerade die Experimente geerntet von 5 Jahren Holzversenken in allen Tiefseeozeanen. Und was wir sehen ist, wo auch immer Holz landet, es zieht eine Vielzahl von Tiere an und zwar sofort. Wir haben gerade auf unserer letzten Expedition beobachtet, nachdem wir ein paar Kiefernstämme versenkt haben, hat innerhalb von 4 Tagen die Bewegung der Tiere eingesetzt. Die Seegurken, die Seesterne sind losgelaufen zum Holz hin, haben sich draufgesetzt, haben auf die ersten Larven der Bohrmuscheln gewartet und haben auf einmal sofort dieses neue Habitat besiedelt. Ein Jahr später kommt man wieder und es ist mehr kaum Holz übrig. 2 Jahre kommt man später wieder und es ist nur noch die Rinde da, der Rest ist Leben
oder Reste von Leben und dann schwarze Flecken am Tiefseeboden, was bedeutet, dass die mikrobielle Aktivität so hoch geworden ist, dass der Sauerstoff aufgezehrt wurde. Aber das gilt nicht für alle Fremdstoffe in der Tiefsee. Ein unangenehmes und hässliches Problem ist der Tiefseemüll. Das ist das Ergebnis eines Netzzugs durch den Pazifik, und zwar den großen Pazifik in seiner Mitte, wo gar nicht mal Containerschiffe langfahren oder sehr selten. Ein Netzzug von vielleicht 500 Meter Strecke, und Sie haben eine Pepsi- und eine Coca-Cola-Dose immerhin paritätisch aufgeteilt, sodass man nicht für eine der beiden Marken jetzt hier Reklame machen muss. Und Sie haben Plastiktüten und andere Überreste von Menschen in der Tiefsee. Es gibt keinen Fleck mehr, der nicht voll von Müll ist. Wie kommt das? Das kommt daher, dass diese Substanzen, das Metall nicht, das wird sich irgendwann zersetzen, aber Plastik zersetzt sich nie wieder. Aller Plastik, der jemals im Meer landet, wird für immer da bleiben. Er kann teilweise etwas kleiner geschreddert werden. Hier ein anderer Netzhol von Plastik vom Mittelmeer. Da ist es besonders schlimm, weil dort sehr viele Containerschiffe langfahren und auch sehr viele Kreuzfahrtschiffe. Und wenn Sie das nächste Mal auf dem Schiff sind und es kommt Ihnen vielleicht doch egal vor, ob nun mal eben die Verpackung Ihres Tempotaschentüchers über Bord fällt oder nicht, denken Sie dran, das bleibt für immer da, für immer. Was zu hässlichen Begleiterscheinungen führt. Es ist nicht so, dass der Plastikmüll jetzt nun wirklich theoretisch Tieren schadet, es sei denn natürlich den Meeresvögeln, die oft verhungern, weil sie große Mengen des Plastikmülls fressen, weil er bunt aussieht und den in ihren Mägen haben und dann keine weitere Nahrung aufnehmen können. Aber es können auch solche Unfälle passieren. Das ist kein Trickbild. Das ist eine Schildkröte, die in einen Plastikring gekrochen ist und nun für immer mit dieser Wespentaille wachsen muss, weil eben Plastik, weil sie einfach reingegangen ist und dann mitgewachsen ist. Man sieht Fische in Flaschen, man sieht Fische in Plastikmüll, die nicht mehr rauskommen, Krebse, die mit Plastikmüll wachsen. Und auch wenn es vielleicht jetzt nicht die größte Bedrohung der Tiefsee ist, ist es einfach ein ästhetisches Problem und das gehört da wirklich nicht hin. Ansonsten sind Tiefseeorganismen aber fantastisch zu betrachten, wie sie mit allen möglichen Formen des Stresses umgehen können. Dieser hübsche Wurm ist angepasst an Sauerstoffmangel. Tierisches Leben braucht Sauerstoff zum Atmen, aber Tiefseeorganismen können zum Beispiel durch eine Überproduktion eines ganz besonderen Hämoglobins, was dem menschlichen ähnelt und deswegen auch untersucht wird, dieses Hämoglobin kann anders als unseres giftige Stoffe aufnehmen, gleichzeitig mit dem Sauerstoff transportieren, sodass der Wurm atmen kann und sich auch gleichzeitig entgiften kann. Ein weiteres Problem: CO2, Sie wissen, und wir kommen auch gleich noch, bevor ich zu den Schlussworten komme, nochmal auf CO2 zu sprechen. Es gibt eine neue Bewegung in der Frage, wie die Tiefsee genutzt werden soll. Von der haben Sie vielleicht schon gehört. Wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre, würden das gerne loswerden. Und so ist ein Vorschlag, der diskutiert wird, der auch schon stattfindet, das CO2 zu konzentrieren, bei der Industrie Ausscheidung zu sammeln und CO2 in flüssiger Form zum Tiefseeboden zu verbringen. Es gibt große Testfelder in der Nordsee, da passiert das schon seit 5 Jahren. Es gibt noch keine guten Ergebnisse, ob das wirklich dann nicht wieder zurückkommt, das CO2, was man in den Meeresboden gepumpt wird. Aber die Idee ist, wenn es in die Tiefsee kommt, aufgrund des hohen Druckes und der kalten Temperaturen bleibt es liegen. So wie Sie hier sehen, das ist CO2, was auf natürliche Weise austritt aus einer Quelle. Sie sehen hier auch wieder alles voll von Leben, dem es anscheinend nichts macht, in der Nähe von CO2 zu sein. Das täuscht aber. Es sind bestimmte Tiere, wieder hochspezialisierte Lebewesen, die an den heißen Quellen leben und jede Menge von Energie haben durch die Bakterien, die umgehen können und sich anpassen können an Stress, weil sie einfach genug Energie haben, um mit Stress fertig zu werden. Wenn Sie die Bilder sehen würden um diesen Schlot herum, wären Sie erstaunt, denn zum Beispiel die Seegurke, die kann es nicht ertragen, wenn der pH niedriger als 7,5 fällt. In so einer Umwelt fällt er dann auf bis zu 4 und da gibt es eben kein anderes Leben mehr als einige stark angepasste Lebewesen. Wir haben jetzt den Versuch gemacht mit der Industrie Statoil, der Firma, die diese CO2-Versenkung als erstes versucht in der Nordsee und im Nordmeer übereinzukommen, dass wir ein Forschungsprojekt machen, was diese Verfahren begleitet, um eventuelle Schäden durch das Lecken von CO2 aus dem Meeresboden abschätzen zu können. Die Tiefseeforschung ist also nicht nur, wie ich gesagt habe, Abenteuer und Entdeckung. Wir beschäftigen uns dabei schon längst mit Fragen, die wir auch an Land haben. Was passiert mit den Lebensräumen auf der Erde in Zeiten der Überbevölkerung,
der Ressourcenknappheit und des globalen Wandels. Das Problem ist, dass wenn Sie sich überlegen, mal eben, wie Sie die Frage beantworten würden, kann man Lebensräume zerstören, die man nicht kennt? Das kann man natürlich. Man kennt sie nicht, man macht was kaputt, es geht weiter, aber der Lebensraum ist für immer verloren. Kann man Lebensräume schützen, die man nicht kennt? Das ist die Aufgabe, die an uns gestellt wird, tiefste Lebensräume zu identifizieren, die schützenswert sind. Wo soll man schützen? Wie groß soll der Bereich sein? Diese Frage ist eben nicht zu beantworten, wenn man das Wissen nicht hat. Wo soll man da ansetzen? Wenn man keine der Leben der Tiere kennt, weiß man nicht, wie sie sich verbreiten. Man weiß nicht, wo die Larven herkommen. Welchen Raum soll ich also schützen? Das ist ein großes Dilemma für die Tiefseeforschung heute. Zusammengefasst sind also die kommenden Bedrohungen für Tiefseelebensräume nicht nur die Erwärmung des tiefen Wassers, die schreitet schnell voran. Unsere Observatorien in der Arktis zeigen uns in den letzten 5 Jahren teilweise schon ein 0,5 Grad. Das ist ungeheuer viel in einer Wassertiefe von 1000 bis 2000 Meter. Die Sauerstoffkonzentrationen in vielen Zonen der Meere verringern sich. Das macht Probleme für eine Vielzahl der Tiere, besonders die Tiefseefische. In manchen Ozeanregionen durch die Veränderung des Gefüges an Nährstoffen und durch die Erwärmung ganz besonders, werden große Algen, die schnell sinken, ersetzt durch kleine Zellen, die kaum mehr sinken. Und auch wenn sie dieselbe Primärproduktion haben, muss ja der Partikel zum Meeresboden kommen, damit er Nahrung ist. Daher gibt es weltweit Zonen des Nahrungsmangels in der Tiefsee. Die sich verändernden Meeresströmungen beeinflussen natürlich die Wege, die die Larven nehmen, um Lebensräume zu besiedeln. Darüber wissen wir kaum etwas. Wir wissen aber, dass die Meeresströmungen sich verändern. Also wissen wir auch, dass es dort sicherlich große Änderungen gibt, wo Larven hintransportiert werden. Der Ozean wird sauer, das erkläre ich Ihnen noch gleich. Und die Gewinnung von fossilen Brennstoffen aus der Tiefsee wird immer attraktiver. Die Industrie rückt vor und muss selber Gas und Öl erschließen, was zu dem Problem führt, dass nicht nur dann auch wieder Lebensräume eventuell bedroht sind, sondern es gibt eben noch mehr CO2 in der Atmosphäre. Tiefseefischerei hatte ich schon mehrfach erwähnt. Wo ist also das Problem? Natürlich muss man immer wieder betonen, gerade in so einem Winter wie dieses Jahr, wo man sich manchmal fragt, was reden die denn da immer? Globaler Wandel, alles wird wärmer und wir frieren hier so sehr. Es ist so kalt wie noch nie. Lassen Sie sich von sowas nicht täuschen. Die Nordsee ist dieses Jahr so warm, wie sie noch in keinem Jahr der Geschichte der Menschen, seitdem sie Temperatur aufschreiben, warm war, trotz des kalten Winters. Eine Winterdurchschnittstemperatur von 7 Grad in der Nordsee bedeutet, es ist ein anderer Lebensraum geworden. Die Krebschen, die dort leben, die Fische, die dort leben, verändern sich. Es sind Situationen, wie wir sie eben vor 20 Jahren nicht in der Nordsee hatten. Was passiert hier? Sie sehen eine wissenschaftliche Grafik, Sie sehen hier die Zeit, 1000 Jahre, 2000 Jahre, das ist jetzt schon vorbei, wir sind bei 2010 und Sie sehen eine Veränderung des CO2s und Sie können erkennen, was man meint, wenn man als Wissenschaftler von globalem Wandel spricht. In dieser Zeit, wo der Mensch angefangen hat, fossile Brennstoffe zu nehmen, ist eine CO2-Konzentration in die Atmosphäre gekommen, wie sie 1000 Jahre lang, aber eigentlich, wenn man das nach hinten verlagert, Millionen von Jahren nicht auf der Erde war. Jetzt ist es aber so, und diese Grafiken sehen Sie nicht, und darüber wird auch nicht viel in der Zeitung geschrieben, der Anstieg an CO2 ist um 13%. Stickstoff rein durch die Düngung der Erde an Land um 100% gestiegen. Die Stickstoffdüngung des Meeres, denn alles, was an Land gedüngt wird, endet irgendwann im Meer, ist so groß, dass sich hier auch völlig andere Artengefüge in den Algen inzwischen finden lassen. Auch das Methan, ein weiteres Treibhausgas wie das CO2, ist nicht nur um 10% gestiegen, sondern durch die Verbrennung von Erdöl um über 200%. Das gilt auch für Schwefel aus der Kohle. Der Mensch hat also in einem Maße in die Stoffkreisläufe eingegriffen, wie es eben die Natur selber über viel längere Zeiträume nicht getan hat. Und damit müssen die Lebewesen umgehen können. Natürlich gab es in der Erdgeschichte Zeiten, wo CO2 hoch war, aber nicht in einem Zeitraum von 100 Jahren. Lassen Sie sich also bitte nicht von solchen Artikeln verblenden. Es geht nicht darum, dass mal diese Konzentration erreicht wird. Es geht um die Geschwindigkeit, um die Anpassungsfähigkeit. Die Evolution braucht nicht 100 Jahre, um Anpassungen zu schaffen. Das dauert viel länger. Wenn Sie also etwas verändern innerhalb von 100 Jahren, bedeutet es nicht, dass die Tiere selber sich anpassen. Es bedeutet, dass Tiere aussterben. Und genau das finden wir auch im Meer. Es sind
Die Hochrechnungen sind bis ein Drittel aller Arten, die man kennt, gefährdet. Was mit denen ist, die man nicht kennt, mag keiner schätzen. Und eines der Probleme, bevor ich jetzt gleich ganz zum Ende komme, die ich Ihnen noch erklären will, weil man auch darüber fast nichts in der Zeitung liest, ist das andere CO2-Problem. CO2 mehr in der Atmosphäre wird teilweise noch bedacht mit der Konsequenz, dass der Rückkopplung, mehr CO2 bedeutet, im Grunde könnten mehr Algen wachsen, wären denn mehr Nährstoffe da. Sind sie teilweise ja auch durch die Düngung der Meere von Land aus. Aber was noch passiert ist, CO2 in der Atmosphäre löst sich chemisch im Meereswasser. Wenn Sie Ihre Flasche Mineralwasser anschauen, wenn Sie heute nach Hause kommen und sehen, wie viel CO2 da drin ist, besonders das gasreiche Mineralwasser, und Sie schmecken es, schmecken Sie, dass es leicht säuerlich schmeckt. Das ist nichts anderes als Wasser, was mit viel CO2 in Kontakt war, aufgeschüttelt wurde und sauer wird. Und das passiert gerade. Das ist das sogenannte andere CO2-Problem. Das Meer kann gar nicht anders als physikochemisch CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und sauer zu werden. Was bedeutet das? Hier sehen Sie den pH-Wert, wie er noch in unseren Lehrbüchern steht, 8,3. Schon lange messen wir, dass wir bei unter 8,1 sind. Das steht noch nicht in den Lehrbüchern, ist aber so. Diese rote Strich hier ist eine Schätzung, ab wann höchstens noch 50% der Korallenriffe so wachsen können, wie sie normalerweise wachsen. Und hier sind wir schon fast gelandet. Es bedeutet, dass kalkbildende Lebewesen wie Korallen, wie manche Muscheln, die allerdings sehr gute Anpassungsmechanismen haben, aber wie auch ein Großteil der Algen, die kalkschaligen Algen im Meer, die ganz wichtige Primärproduzenten sind, dass diese Organismen in ganz große Probleme kommen, sobald wir in diese Bereiche kommen. Die Seegurken übrigens auch, die fangen hier auch an, eine starke Missbildung in den Larven zu haben. Und das ist nicht mehr weit weg. 90 Jahre. Es ist so, dass das nicht mehr umkehrbar ist. Und das müssen Sie bedenken. Also auch hier ein Problem, das CO2 ist in der Atmosphäre, mit dem wir Menschen nicht so einfach umgehen können, auch wenn wir vielleicht etwas tun können mit der Erwärmung. Die Versauerung ist so großflächig, da kann man nicht einzelne Zonen schützen, die betrifft das ganze Meer und die ganze Erde. Ein anderes Problem, von dem Sie vielleicht schon mehr gehört haben, vor allen Dingen die, die den Schwarm gelesen haben, wissen, was Gashydrat ist. Auch hier wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Große Bereiche der Arktis lagern gefrorenes Methan an Land wie im Meer. Die Gashydrate bilden sich bei hohem Druck und kalten Temperaturen. Es ist aber ein sehr leicht sich zersetzender Stoff, Methan, Gas, was nun Eis ist. Innerhalb von Minuten wandelt sich das wieder in Gas um, wenn es zu warm wird. Die Arktis wird schneller als alle anderen Räume auf der Erde warm. Und so befürchten wir, und an Land ist es gemessen, im Meer sind die Beobachtungen ungleich viel schwieriger, dass sich diese großen Mengen von Gas mobilisieren und auch noch in die Atmosphäre gelangen und diesen Rückkopplungsprozess nur verschnellern der Erwärmung, und damit kommt noch mehr Gashydrat raus. Dieses Eis sitzt an den Kontinentalrändern. Am Anfang habe ich Ihnen gezeigt, wie viel Algen um die Kontinentalränder herum wachsen. Dort, wenn die Algen abgesunken sind und lange Zeit im Sediment dann von Mikroorganismen zu Gas umgebildet werden, haben wir diese Eisschichten, die die Kontinentalränder und die dichten Sedimentpakete auf den Rändern stabilisieren. Auch dort ist zu befürchten, dass nicht nur eben mehr Gas rauskommt, sondern es zu Hangrutschungen und in dem Zusammenhang Tsunamis kommt, wenn solche Gaslager plötzlich gestört werden. Aber eines der größten Probleme und dem Problem, dem ich mich jetzt in den nächsten 10 Jahren der Forschung widmen werde, länger kann ich nicht denken aufgrund der Dauer von Forschungsprojekten, ist der Zukunft des Arktischen Ozeans. Dieses liest man häufiger, besonders weil sich alle Menschen um den Eisbären sorgen, der nun mal eben auf dem Eis lebt. Und die Arktis, im Gegensatz zur Antarktis, ist eben ein Ozean mit einer Eisdecke drauf, die, wenn das Eis schmilzt, eben nur noch Wasser ist. Und der Eisbär ist kein guter Schwimmer. Hier sehen Sie Bilder, 1985, die Durchschnittseisfläche im Sommer. Und das ist die Vorhersage für 1985 und in den 2085, Entschuldigung. Und inzwischen sind wir, was kein Modell vorhergesagt hat, hier ein Drittel dieser Eisfläche haben wir jetzt in 2007 schon verloren. Geht also unter Umständen schneller, als hier modelliert wurde.
Und es ist so, dass diese Geschwindigkeit, mit der sich hier ein riesiger Lebensraum der Erde endet, schneller ist, als man überhaupt Forschungsprogramme schreiben, beantragen kann, ein Forschungsschiff kriegt und dahin fährt, um überhaupt noch rauszukriegen, was lebte hier eigentlich in der arktischen Tiefsee, bevor sich alles geändert hat. Es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit. Und wir versuchen gerade, alle Wissenschaftler und alle Institutsleiter umzustimmen, um uns die Forschungsschiffe für Arktisforschung zu geben, was ein riesiges Problem ist, weil es nicht vorgesehen ist. Trotzdem glaube ich, dass wenn wir nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre hier runtergucken konnten, unter das Eis, die Roboter dahin bringen, die noch nie da waren und Bilder erzeugen und aufschreiben, was hier gelebt hat, dann ist dieses Wissen für immer verloren. Das schlimmste Szenario also, hoffentlich wandelt es sich, die derzeitigen Datentrends zeigen, dass es leider nicht zu einem Wandel gekommen ist. Es gibt die Abnahme des dicken Meereises, aus dem viel Nahrung für die Tiefsee kommt, weil im Meereis auch Algen leben. Eine Erwärmung und Versauerung in der Arktis schneller als irgendwo sonst. Die Temperatursprünge im arktischen Sommer sind teilweise bis zu 10 Grad gegenüber dem, was vor 10 Jahren dort gemessen wurde. Also es ist kein Mittel dort, sondern ein wesentlich anderer Sprung. Eindringen invasiver Arten bedeutet aus dem Atlantik Arten wie zum Beispiel bestimmte Quallen, die dadurch, dass es wärmer wird, nun viel weiter in die Arktis hineinkommen und auf einmal auf Beute treffen, die mit ihren Fraßfeinden nicht umgehen kann. Das Problem haben wir übrigens in der Nordsee und Ostsee auch. Verschmutzung durch die neuen Verkehrswege. Die ersten Frachter sind ja schon einmal um die berühmte Nordost- und Nordwestpassage gefahren. Es gibt große Projekte, nun in Zukunft diese Verkehrswege zu erschließen und das bei den sensitiven Ökosystemen, bevor wir überhaupt die Chance hatten, rauszukriegen, wie die eigentlich funktionieren. Was können wir also tun? Und damit komme ich zum Ende. Man kann eigentlich sagen heutzutage, dass Wissen schaffen, Informationen zur Verfügung stellen, wenn man ein Optimist ist, eines der großen Beiträge der Forschung sein kann. Ohne Verständnis, ohne Wissen, wie soll da ein Lebensraum geschützt werden, wie soll da jemand zur Raison kommen und etwas ändern an dem Umgang mit diesen Lebensräumen. Also ist es auch, wenn es um Grundlagenforschung geht, inzwischen nicht mehr so, dass man das eben zur Befriedigung der Neugierde tut. Es hat einen Zweck. Ohne dieses Wissen kommt die menschliche Gesellschaft nicht weiter. Die natürliche Dynamik zu verstehen ist ganz entscheidend. Wir Wissenschaftler sind immer im Zugzwang hier. Wir müssen beweisen, dass es wirklich einen globalen Wandel gibt. Es ist nicht so, dass die anderen beweisen müssen, dass sie nicht den Ökosystemen schaden. Wir müssen beweisen, dass etwas passiert. Was ist das? Das ist doch verrückt, oder? Aber so ist es. Und um diese natürliche Dynamik zu verstehen und sie zu beweisen, brauchen wir Observatorien. Wir müssen nicht nur die Temperatur messen. Das ist das Einzige, was wir haben in der Arktis. Große Temperaturobservatorium, nicht ein einziges biologisches Observatorium, bis um unser eines kleines Tiefsee-Langzeitstation, in die wir all unser Geld und unsere Arbeit stecken, um zumindest jetzt seit 10 Jahren Änderungen nicht in der zentralen Arktis, aber in Zugang zur zentralen Arktis zu haben. Das ist die einzige auf der ganzen Welt, das müssen Sie sich mal vorstellen. Eine einzige Beobachtung erlaubt sich die Welt, über was mit der arktischen Tiefsee passiert. Die Risikoabschätzung für Eingriffe, natürlich ist es so, dass auch als Wissenschaftler, auch wenn man vermeintlich im Elfenbeinturm sitzt, man versteht, dass die Gesellschaft wachsen will, dass es ökonomische Zwänge gibt, dass es bestimmte Eingriffe eben geben muss, um die Menschen zu ernähren oder um weiter Energieressourcen auszubeuten. Aber man könnte doch heutzutage dazu kommen, dass es wenigstens eine Risikoabschätzung gibt. So vernünftig sollten wir doch geworden sein. Sie wissen nicht, dass CO2 in der Nordsee in riesigem Maßstabe versenkt wird. Wer von Ihnen wusste das vorher? Es passiert, es gibt keine Risikoabschätzung dazu. Wir sind also nicht weiter, als wir in den 70er Jahren waren. Die weltweite Klärung dieser unglaublich schwierigen Rechtslage, wem gehört eigentlich was vom Meer, ist auch ein großes Problem. Das ist nicht die Aufgabe des Naturwissenschaftlers, aber hier sind auch die Gesellschaftswissenschaften gefragt, warum kann Forschern verboten werden, ihre Grundaufgabe zu erfüllen. Was soll das? Das ist eine große Frage und es wird immer schwieriger. Sie glauben gar nicht, wie schwierig es heutzutage ist, im Mittelmeer Tiefseeforschung zu betreiben, weil das Mittelmeer ist eben so klein, dass jedes Land nicht mal seine 200-Meilen-Zone in Anspruch nehmen kann. Es ist schwierig, vor Italien Tiefseeforschung zu machen als
Deutscher mit einem deutschen Forschungsschiff. Und das alles ist nicht geklärt. Und was passiert? Sie haben nun 5 Jahre lang geplant, Anträge geschrieben, packen ihre Geräte aufs Schiff, fahren dahin. Es ist Usus, erst am 2. Tag der Expedition den diplomatischen Bescheid zu schicken, ob man nun arbeiten darf oder nicht. Und damit umzugehen, das ist einfach wirklich eine furchtbare Herausforderung. Und es scheint so sinnlos, weil auch so unglaublich viel Steuergelder in diese Forschung gehen, dass man einfach nicht versteht, warum benehmen sich da die Diplomaten nicht besser und lassen es 1-2 Monate vorher wissen. Wir müssen 1 Jahr bis 6 Monate vorher beantragen. Es wird trotzdem erst bearbeitet, wenn die Forschungsexpedition losgegangen ist. Aber es gibt auch ganz einfache Dinge, die man tun kann. Was mich immer schon gewundert hat und auch die Kinder, mit denen ich spreche, heute manchmal wundert, ist, warum ist der Ozean kein Thema in den Schulen? Zu meiner Zeit musste ich alle Flüsse Deutschlands, die vom Vogelberg runterfließen, auswendig lernen. Also ich kannte viele Landgewässer. Nicht einer hat mir mal erklärt, wie der Ozean funktioniert. Das ist schwer zu verstehen, aber in den Curricula der Schulen kommt der Ozean immer noch sehr wenig vor. Es hat sich etwas geändert, weil Geografie als Fach gewachsen ist und es zum Teil sogar im Abitur möglich ist, über die Erde und wie sie funktioniert nachzudenken. Aber der Ozean wird immer noch vergessen und das verstehe ich nicht. Und ich glaube, es würde helfen, wenn man von Anfang an als Kind, wo man doch alles wissen will und ganz besonders wissen will, was im Ozean lebt, wenn einem doch einer sich mal die Zeit nimmt und einem das erklärt. Ich hoffe, ich habe Sie heute nicht überfordert mit all diesen Abenteuern und Schlussfolgerungen und Fragen und bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.